Da sind wir wieder, gerade noch im FIFA-Rund und jetzt schon in der Basketballhalle, denn wir wollen euch das neue NBA 2K17 zeigen. Und wir sind einfach gleich mal sitzen geblieben, deswegen haben wir auch noch die gleichen Klamotten an. Genau, wir fangen jetzt einfach mal, würde ich sagen, mit einem Trainingsmatch an oder einem stinknormalen Freundschaftsspiel. Okay. Dann kommst du auch ein bisschen rein, weil du hast, glaube ich, sehr lange kein Basketball mehr gespielt. Seit 3 Jahren oder so nicht mehr gespielt. Ja. Dann wird das wahrscheinlich sehr glorios. Ja. Und danach zeigen wir euch dann nochmal kurz den Karrieremodus, würde ich sagen. Weil der ist ja bei NBA 2K immer so ein kleiner Sonderfall in den letzten Jahren gewesen. Genau. Such du irgendwas ja, aus. Ja, gehen wir einfach mal die Mannschaften durch. Also wie gesagt, NBA 2K17, alle NBA-Teams natürlich dabei mit Originaldaten, wie man es so kennt, die All-Stars dabei, ein paar europäische Teams, hier aber Berlin zum Beispiel, Roter Stern Belgrad, Zvezda, das heißt Roter Stern. Okay, ich glaube dir. Genau, Barcelona, Bayern und so weiter und so fort. Also. Und natürlich auch ein paar Classic-Teams. Oh, schön. Cool. Sind die 96er Bulls dabei? Müssten. Aber die 93er Bulls sind, glaube ich, stärker. Das oder ich 92er? Nicht. Das glaube ich. 99, 94, 97. Die waren schon mal schlechter. Eigentlich geht das jetzt auch zurück? Das wechselt kurz durch. Gucken wir mal. Ah, okay. Gucken wir doch mal, welche Bulls wir am stärksten. Ja gut, stimmt. Ja, mit Rodman dürften sie am stärksten sein. Ja. Ja. Nehmen wir doch einfach mal. Genau, wir spielen in einem Team, weil das hat sonst, glaube ich, keinen Sinn. Steuern mit Analogstick? Hier mit den Analogstick, mit dem rechten Laufen, mit dem linken Laufen, mit dem rechten Werfen. Okay. Also kurz quasi nach oben wirfst du. Du kannst aber auch Viereck nehmen zum Werfen. Wie passt man mit X? Spielerwechsel? Müsste L1 sein. Okay, Sprinten R2? Sprinten R2, mit L2 ist wichtig, wenn du in der Defense bist, deckst du den Gegner enger. Was halt wichtig ist, weil du schon in der Defense auch aufpassen solltest. Das müsstest du jetzt sein von der Steuerung, oder? Ich nehme an. Oh ja, ich bin Jordan. Der blaue Pfeil zeigt dir an, welchen Spieler du decken solltest. Gut zu wissen. Ein dreieckiges Hochspringen. Das habe ich. Denke ich. Schöner Block. Ich will die ganze Zeit gucken, ob ich, dass ich rot bin. Inside, here's Pippen. Beautiful dish and the layup goes down. Oh, that is just. Damit habe ich mein Ziel schon erreicht. Einmal nicht komplett versagt. Genau. Wir spielen es wahrscheinlich auch. Wow. Und schon habe ich versagt. Da war aber hier Rodman gut. Rodman. Da war aber Nowitzki gut offen. Here's Pippen after Dirk Nowitzki's bucket. Jordan ist halt eine Maschine in dem Spiel, logischerweise. In jedem Jahr. Wer hätte das gedacht? Da wolltest du aber mit dem Kopf durch die Wand, ne? Ich wollte es mal probieren. Vor 2-3 Jahren konntest du tatsächlich, du konntest auf eine komplette Defense laufen und einfach über alle drüber springen. Das war ein bisschen übertrieben. Ja. Sie haben in diesem Jahr die Defense auch verbessert, muss man dazu sagen. Ich glaube, das ganze Spiel zu erklären, ist natürlich Quatsch, was die Feinheiten angeht. Wer ist im Vorjahr gespielt? Es gibt halt so ein paar kleinere Änderungen. Die Defense steht ein bisschen besser, also man kann wirklich nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand laufen, was halt im letzten Jahr noch manchmal ging. Und was mir ganz gut gefällt, die Defense setzt auch die Arme besser ein. Ja, sowas geht dann mit Jordan manchmal. Die Defense setzt ihre Arme besser ein. Also Steals sind nicht mehr ganz so einfach, weil sie den Ball ein bisschen besser abdecken. Dafür kommen aber zum Beispiel Tipp-Pässe viel öfter vor, also dass sie irgendwie noch einen Finger reinkriegen und so weiter und so fort. Blocks sind ein bisschen einfacher geworden, dadurch auch, habe ich das Gefühl.
Outside Harper. Oh, da hätte ich vielleicht vorher schreiben. Ja. Ja, das ist, wenn man es lange nicht gespielt hat, ist sehr gewöhnlich. Wie gesagt, das ist gewiss 3 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Johnson outside. Ball's not good. Schöner Stil. Chicago pulls up. Harper's shot good. Punkt gemacht. Harper's got his first bucket in this one. And he just big boyed it right there. The height advantage he's got down low, really difficult for them to defend. Here's Johnson, and it's good. Assisting on the play was Nowitzki. Another nice bucket down low. They've really been able to work the ball into the post effectively so far. Yeah, and I think we're going to see them operating a lot of their offense from the interior today. Now here's Jordan. So was ist halt schön. Blöde Kamera. genau, was soll man dazu sagen? Also die Stärken der einzelnen Spieler sind auch noch sehr gut eingefangen. Wie gesagt, mit Jordan kann man unfassbar gut zum Ball, zum Korb ziehen. Was jetzt aktuelle Spieler angeht. So. Okay, das war ein was zum Beispiel auch aktuelle Spiele angeht, der Max hat auch LeBron, ist halt auch so eine Power Machine. Fuck. Das war ein Region-Foul. genau, aktuelle Spieler, Steph Curry halt zum Beispiel auch. Der ist eine Dreiermaschine. Ist eine Dreiermaschine. Selbst wenn ein Gegenspieler bei ihm steht, du springst halt einfach hoch und machst einen Dreier rein. Das ist manchmal ein bisschen unrealistisch fast schon, aber das denkt man sich halt auch, wenn man Steph Curry in der Realität sieht. Dass es nicht wirklich realistisch ist, was der Mann macht. Wennington passes to Simpkins. And there's a nice one-handed slam. And guys, he's not an easy man to stop when he's got the rim in his sights. Never has been, never will be. He is a determined finisher. And guys, I like the fact that he chose the one-hand tomahawk slam because you get a little higher when you go off one hand and one foot. Jordan and Griffin sends it back. Williams kicks to Griffin. Back to Williams. In der Defense ist eigentlich am schlausten, wenn man nicht ständig die Spieler wechselt, sondern sich auf einen Spieler konzentriert und beim Gegenspieler bleibt. So richtig. Ist halt bei weitem nicht so arcadig wie manche andere Basketballspieler. Also es ist kein NBA Jam oder so, muss man so sagen. Ja, wo ist Stephen Kerr? Now here's Kerr. Quiet so far offensively, searching for his first points of the game. We've got 113 left here in the first quarter. Williams dishes to Nowitzki. Knocked away. Kukoc with the steal. Pass to Simpkins. And he was camped in the lane there and he gets the second call. Zu lang. Ja, die Regeln sind sehr streng und akkurat umgesetzt. Here's Griffin. Ich finde halt, es sieht wirklich fantastisch aus mittlerweile. Ja. Rebounded by Wennington. Feeds it to Kerr. Some nice ball movement by the Bulls. Parked down low that time and he got the 3 second call. Zu lang. In der Offense und hat im Feld gestanden. Here's Griffin. Das war ein schlechter Stilversuch. Nowitzki's got 6 points. And the crisp passing has opened things up for them offensively. 10 straight points off assist, that's very impressive. And it also makes the game easy and fun to watch. Here's Wennington. 19 seconds left to play in the first quarter. Geh aus der Zone raus. Shot clock.
Hast du irgendwelche Fragen sonst zum Spiel? Ganz allgemeine, was ich hier erzähle, ist halt auch Quatsch. Ja, ich bin da ein bisschen raus hier aus dem Spiel, deshalb kann ich ja jetzt nicht. Wir können auch noch auf die anderen Modi nochmal eingehen, aber wie gesagt, wir zeigen gleich nochmal einen Karrieremodus. Es gibt natürlich auch wieder die ganzen Modi, die man aus den letzten Jahren gewohnt ist. Es gibt einen GM-Modus logischerweise, wo man halt eine Mannschaft führt. Es gibt einen reinen Season-Modus, wo man das Ganze drumherum vom GM nicht mehr hat. Es gibt einen Franchise-Modus und einen Playoff-Modus, halt diese ganzen Mannschaftsmodi, die man halt haben will. Wie willst du denn hiervon zeigen? Nicht, dass wir Zeit mehr für den Karrieremodus haben. Wir machen jetzt mal Schluss hier langsam. Beenden, ja. Es gibt natürlich auch wieder Online-Modi, also was ein Comeback-Fall, was im letzten Jahr gefehlt hat, ist der All-Star-Modus. Das ist dieses hier All-Star-Team-Up. Mhm. Da kannst du dir quasi, das ist ein 5 vs. 5 Online-Match und jeder kann sich einen einzelnen Spieler aussuchen und unter anderem halt auch so lauter All-Stars von damals. Das ist ganz witzig ist eigentlich. Und was auch wieder dabei ist, ist dieser Hintercourt-Basketball, dieses Online, okay. Wo du quasi so Hinterhof-Basketball gespielt hast, auf so Minifeldern halt irgendwie mit zusammengewürfelten Online-Spielen, wo man sich sogar anstellen kann neben dem Platz und warten kann, dass das Match losgeht. Karrieremodus ist jetzt wieder. Karrieremodus ist wieder eine richtige Story. Ne? Wir können mal kurz noch die anderen Modi hier zeigen. Also hier, wie gesagt, mein GM. Hat so ein bisschen RPG-Elemente auch drin, weil man halt wirklich einen GM verkörpert, den kann man sich auch erstellen. Hat dann auch Gespräche mit dem Eigner des Teams und mit seinen Spielern. Liga, ganz normale Liga, dasselbe online. Heute starten, genau, das ist NBA-Saison einfach. Ab dem Punkt, wo sie gerade steht, weiterspielen. Sowas hat man ja auch früher mal beim Fußballmanager, glaube ich, gehabt, mit der, wie ist das nochmal, Live-Liga, glaube ich. Ja. Genau, Playoffs, Saisonmodus. Halt das ganze Zeug. Und Karrieremodus ist eben wieder, man erstellt sich einen Spieler, es ist eine richtige Story. Es ist nicht mehr ganz so kitschig wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr hat ja Spike Lee die Story inszeniert. Dadurch war es halt sehr, ja, sehr klischeelastig, würde ich mal sagen. Weil Spike Lee-Filme sind zwar meistens sehr gut, aber sie haben halt diese typische Ghetto-Romantik drin. Mhm. Also dieses, er kommt auf ganz ärmliche Verhältnisse und dann schafft das halt against all odds, halt dieses typische. Und das war halt letztes Jahr ein bisschen über. Und es sind ja jetzt. Oh, was ist da jetzt los? Online-Service oder was? Ja, wurscht. Was mich interessieren würde, Sie haben ja jetzt schon seit einigen Jahren diesen Karrieremodus drin mit der Story. Das dritte Jahr jetzt, ja. Wie unterscheidet er sich? Kommt man sich nicht irgendwann so vor, so, boah, jetzt spiele ich schon wieder das Gleiche? Nee. Haben sie wirklich immer irgendwie frischen Wind dann da drin? Also im ersten Jahr war es halt so, vor zwei Jahren halt. Was ist jetzt los hier? Haben wir ein Kabel drin? Haben wir doch drin? Ah, okay. Ja, eingeschränkte Funktion. Machen wir gleich weiter. Im ersten Jahr war es halt noch ein bisschen rudimentär, weil sie halt damals das erste Mal damit experimentiert haben. Da hat man sich halt quasi Spieler erstellt und hatte dann seinen besten Kumpel, der sein Manager war. Dann hat man halt einfach eine NBA-Karriere gespielt. Man hatte so einen Rivalen und das war es eigentlich im Grunde. Im letzten Jahr eben das von Spike Lee, was sehr eng gesteuert war. Die ersten anderthalb Jahre quasi deiner Karriere oder ja, fast, nee, zweieinhalb Jahre waren es fast. Du hast angefangen mit dem letzten Highschool-Match. Dann hast du ein Jahr College gespielt. Und dann in deiner Rookie-Saison war die Story auch noch. Danach hat sie das Spiel erst geöffnet und du konntest halt quasi alle Funktionen, dieses typische Karrieremodus. Okay. So mit Sponsoren, Verträge und so weiter, mache ich gleich. Hast du jetzt neu angefangen? Oder? Wir fangen jetzt neu an, okay. Das zeigen wir die Erstellung einfach mal. Genau, und danach hattest du erst diese ganzen Möglichkeiten mit Sponsoren, Terminen und Training und so weiter und so fort. Deine erste Rookie-Saison war, glaube ich, auch nur 13 Spiele lang und nicht 82 plus Playoffs, wie es halt normalerweise ist. Und das war halt viel gestreamliner, weil sie halt eine richtige Story erzählen wollten. Und das war einerseits cool, weil man so ein Background hatte für seinen eigenen Charakter, was halt so ein bisschen auch mit Story dann angefüttert war, weil man hat auch die Charaktere dann später noch wieder getroffen, zum Beispiel den Manager, den du in dem ersten Jahr triffst, der meldet sich dann auch während der späteren Karriere immer noch weiter und so weiter und so fort. Nachteil des Ganzen war halt, dass du relativ eingeschränkt war es bei der Freiheit der Charaktererstellung. Also, ja, wenn du einen blonden Schweden erstellst, du warst halt trotzdem in einer schwarzen Familie. Genau, ne? Du hast halt blond das bleicheste Weißbrot, was du dir vorstellen kannst, erstellt, was irgendwie aus Lappland kommt oder sonst was.
Du warst halt trotzdem das Kind einer schwarzen Familie aus der Bronx. es ist halt nicht, ja, sehr, es ist nicht sehr immersiv. Nee. In diesem Jahr ist es halt so, sie haben so ein bisschen von allem zusammengenommen. Also du hast schon noch so ein bisschen persönliche Story drin. Deine Mutter meldet sich zum Beispiel ständig. Du hast einen College-Kumpel, der auch gedraftet werden will, der aber noch ein Jahr länger im College bleiben muss oder es nicht ganz halt sofort in die NBA schafft. Du hast Michael B. Jordan, der Schauspieler aus Creed, Rocky's Legacy, der Boxfilm. Ich hab den gesehen. Der spielt quasi einen anderen Rookie in deinem Team, der quasi so ein bisschen mit dir konkurriert. Okay. Wieder so ein Ekel dann? Oder? Nee, gar nicht mal. Also am Anfang wirkt er noch sehr nett. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Der ist halt so ein bisschen eifersüchtig, weil du talentierter bist. Okay. Aber ansonsten verhält er sich eigentlich wie ein normaler Teamkamerad. Und das ist halt, man hat halt ein bisschen mehr Freiheit bei der Charaktererstellung, weil es ist nirgendwo so, dass du irgendwie in eine Rolle reingezwängt wirst. Also du kannst dir jetzt hier wirklich auch, keine Ahnung, einen Asiaten erstellen und das wirkt noch. Wir müssen aber mal weitermachen, sonst werden uns die Zeit weg. Genau, machen wir schnell. Also wie gesagt, kann sich hier Positionen auswählen. Ich finde es ganz schön, dass hier dann auch Stars eingeblendet werden, damit du ungefähr weißt, wenn du zum Beispiel dich nicht ganz so gut mit Basketball auskennst, dass du sagst jetzt, oh, was ist ein Small Forward? Ah, okay, der spielt wie George oder Durant oder James. Oder was ist ein Power Forward? Was ist ein Center? Oh, ein Center ist wie die Andrew Jordan, okay. Steph Curry hat einen Point Guard und so weiter und so fort. Ich spiele meistens Shooting Guard, gefällt mir irgendwie am besten. Du hast jetzt, das haben sie im Vergleich zum Vorjahr auch sehr verbessert. Du siehst jetzt hier gleich viel besser, wo die einzelnen Stärken dieser Archetypen sind, die du halt auswählen kannst. Und du siehst auch gleich, wo die Skills am Anfang sind und was du die maximal willst. Das war im Vorjahr und das Jahr davor auch noch ein bisschen kryptisch. Okay. Musst du so irgendwie durchlucken. Scharfschütze. Genau. Die ganze Zeit Körpergröße nur einstellen, siehst, wie sich das auswirkt auf deine Skills. Kleinere Leute sind so logischerweise ein bisschen wendiger und so weiter. Ja. Armreichweite ist auch wurscht. Gewicht. Es wirkt sich halt wirklich alles auf die Stats auch aus. Nummer. Ja. Hauptsache, wir zeigen jetzt ein bisschen Karriere. Genau. Das ist quasi so ein kleines Intro-Video. Sobald fertig geladen ist, können wir mal überspringen. Und Kobe ist dabei. Kobe Bryant, ja. Genau. Der hat seine Karriere jetzt beendet. Genau. Ja. Kommt auch im Spiel nicht mehr vor nach diesem Video. Es ist einfach nur so, hey, Kobe. Ja, es gibt aber, glaube ich, diese Black Mamba Legacy Edition. Es gibt so aber die haben wir halt nicht da. Weiß ich nicht, was da genau da alles drin ist. Ich glaube, du kannst wegklicken, oder? Nee, noch nicht. Noch kann ich nicht. Lassen wir es mal kurz laufen. Da können wir kurz zu der Karriere schon mal was sagen. Also man startet nicht wie im Vorjahr, im letzten Highschool-Jahr, sondern man startet tatsächlich schon am College. Mhm. Das erste College-Jahr sind, glaube ich, 5 Matches nur. Also man muss jetzt eben nicht durch so ein ganzes College-Jahr kämpfen irgendwie. Also es wird so ein bisschen zu diesen Knotenpunkten der Story dann genau. Geskippt am Anfang. Genau. Es ist einfach so, hey, hier dein erstes College-Match und hey, hier Meisterschaftsmatch am College. Du wirst dann auch später, ich glaube, so weit kommen wir auf keinen Fall, du wirst dann auch während des ersten College-Jahres noch, kann immer noch nicht weiterklicken, du wirst dann während des ersten College-Jahres auch noch ins Team USA berufen, weil Team USA hat einen Rookie mit, ne? Nicht immer, aber die haben schon öfter mal einen Rookie aus dem College dabei gehabt, also einfach der ein bisschen Nationalmannschafts Luft schnuppern durfte. Das ist natürlich schon cool. Also stehst du halt mit deinen 50er-Stats zwischen den ganzen Stars. Stärke 55 hast du, glaube ich, am Anfang der Karriere, was halt echt schlecht ist eigentlich. Also ja, klar. Und spielst dann halt zusammen mit Kevin Durant und so. Ist halt echt witzig. Das ist jetzt ein bisschen nervig, dass wir das nicht wegklicken können. Das ist jetzt aber vorbei auch. Das ist auch schön. Kobe kündigt an, dass er zurückkommt, wenn man... Ich glaube, das meint er ernst. Also, wer sich NBA holt und eine bessere Karriere hinlegt als Kobe Bryant, zwingt ihn zu seiner Rückkehr. Es ist jetzt gerade ein bisschen nervig, dass ich nicht überspringen kann. Ja, das stimmt wohl. Hätte man ja dran denken können, ne? Hast du schon gespielt, oder? Beim ersten Mal habe ich es logischerweise nicht übersprungen. Beim ersten Mal habe ich logischerweise nicht übersprungen, weil ich sehen wollte, mein Freund. Wir hätten ja damit anfangen können, aber dann hätten wir das andere Spiel nicht.
spielen können. Genau, wir sind Jules Levesque. Ich wollte eigentlich einen haitianischen Spieler erstellen, aber man kann tatsächlich seine Herkunft nicht mehr auswählen. Okay. Man kommt immer aus... Aber gut, Michael B. Jordan heißt Justice Young? Ja. Okay, der Name ist auch nicht viel besser als nee. Jules Levesque. Nee. Ja, aber daher passt das schon. Yo, Coach Fall, check out my highlight reel. Das ist er halt. Unser Spieler halt. Kann man so genau, man Gesicht hat auch, und sowas auch? Ja, ja, das kannst du alles machen. Das hätten wir aber im Hauptmenü machen müssen, weil ich ihn einmal erstellt habe. Dann nimmt dann quasi für jeden neuen Karrieremodus nimmt er dann diesen Standard-Char, den du nur einmal erstellt hast. Weil du kannst ja auch auf diesen, ach, wie heißt das? Mein Park heißt das, glaube ich. Das, was ich meinte, dieses Hinterhof-Basketball-Zeug. Da spielst du halt nicht einen vorhandenen Spieler, sondern da spielst du deinen Pro. Deswegen logischerweise erstellst du den dann halt im Hauptmenü. Und der wird dann halt für alle Modi, wo der gebraucht wird, der einfach rangezogen. Genau, und das ist halt so. Not bad, right? Das ist halt der Highschool, der alte Coach von ihm, dem er halt seine Highlights zeigt. Der meldet sich auch immer wieder, auch während der Karriere, gibt ihm so Tipps, so nach dem Motto, hey, dein letztes Spiel gesehen, ich glaube an dich, aber du musst dich früher vom Ball trennen. Denk dran, was wir früher gelernt haben, was wir früher geübt haben und so weiter und so fort. Ist eigentlich so, ich finde das ganz cool, weil es erschlägt dich nicht so sehr mit Story wie im letzten Jahr, aber es hat trotzdem sehr, sehr atmosphärisch im Vergleich zu so einem normalen Karrieremodus. Oh, ist natürlich doof, dass wir das alles nicht überspringen können. Oh gut, wir haben ja immerhin schon Spielszenen gezeigt. Das stimmt. So sieht halt die Story aus. Es ist immer wieder Zwischensequenzen, dann auch wie du zum Beispiel mit deinen College-Kumpels auf dem College-Zimmer hockst und Playstation spielst die ganze Zeit. Dann ruft deine Mutter an und dann machst du halt wieder ein YouTube-Video, wo du irgendwie sagst, für welche Mannschaft du dich oder für welches College du dich entschieden hast. Okay. Nach dem College-Jahr hast du dann logischerweise auch die Draft. Kannst dich während des College-Jahres eben für einen Spot in der Draft empfehlen. Okay. Ich wurde letztes Mal, glaube ich, das erste Mal gespielt. Leider nur als 15. gedraftet, glaube ich. Was eigentlich gut ist, aber ich würde schon gerne höher kommen. Du kannst es nicht wegklicken. Ich weiß, ich probiere es. Ja, sonst noch Fragen? Solange das da noch läuft. Zum Karrieremodus vielleicht. Eigentlich hat man an gewissen Punkten auch Dialogoptionen oder. Nee, machst du gar nicht. Das ist vorbestimmt quasi. Oh. So, da. College Ball. Wo soll man hin? Nimm. Was ist das mit dem Vogel da, der so fies schaut? Louisville Cardinals. Dann nimm die. 24 seconds with Jason Richmond. The number one high school player in the ja, der sieht nicht so toll aus. Sie haben sich halt bei diesen Nebencharakteren haben sie jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Das muss man schon sagen. Nee. Er spricht auch noch ein bisschen. Ja, vielleicht hat er keine. Ich kann ja nur sprechen. Das ist so ein Sportmoderator. Das ist ein Sportmoderator, der die ganze Zeit auch das kommentiert. Das kannst du auch nicht wegklicken? Nee. Das Blöde ist halt. Was heißt das Blöde? Ist halt, der Typ ist halt sehr, sehr kritisch. Du hast ja auch. Kann man nochmal erzählen, für die ganzen Leute, die in den letzten Jahren nicht gespielt haben. Du hast halt auch so ein Social Feed, wo du quasi Feedback kriegst von Fans und von anderen Spielern und so fort. Und da kannst du quasi auch Tweets angucken und oder Sachen, was andere Leute online geschrieben haben über deinen Char. Und der Typ ist halt, vernichtet dich ständig. So, genau. Wir müssen beeilen, wenn wir noch ein bisschen was zeigen wollen. Das ist halt quasi das College, ja. Okay. Wenn du das Spiel verschiedenen Knotenpunkte. Genau. Okay. Dann zeig doch mal einfach irgendwas. Ja, komm, machen wir das erste Spiel einfach hier. Ins Spiel reinzeigen. Wir haben nicht mehr Zeit mehr. Wir können zeigen mal kurz das Intro vom ersten Spiel. Das ist jetzt quasi das erste College-Spiel, was du machst. Das ist eigentlich kein richtiges Spiel. Das ist so ein Mitternachtstraining, wo sich einfach ihren Fans präsentieren und so ein paar Tricks zeigen. So zum Start der Saison quasi. Der College oder des College-Jahres. Und danach kann man halt die College-Spiele. Danach kommt der Draft. Danach bist du in der NBA. Das ist hier dein bester Kumpel, mit dem du zusammen im College bist, der aber Alabaster heißt. Der nicht so gut gedraftet wird, logischerweise. Der sagt halt auch, du bist halt quasi der College-Superstar. Also das größte Talent, was am College rumläuft. Und du merkst halt so diese anderen Spieler, die halt auch vom College kommen, dann in der Draft. Oder die mit dir zusammen hier im College spielen,
die sind halt nackig. Und auf dem College kann man auch irgendwelche Frauen daten, habe ich bei dir in der Zwischensequenz gesehen. Das kommt auch automatisch. Das ist auch alles automatisch. Du kannst nicht mehr. Nee. Also. Das ist quasi deine. Das ist halt wirklich nur so ein bisschen rundherum Rahmenhandlung. Einfach, dass der Charakter ein bisschen Tiefe kriegt. Das ist einfach nur deine Schulkollegin oder deine College-Kollegin, mit der du zusammen irgendein Biologieprojekt hast. Aha. Und nein, das meinen wir damit nicht. Ja. Sieht man noch ein bisschen was von der Inszenierung. Es ist halt auch diese Einläufe, das ist ziemlich cool gemacht. Ich finde halt diesen 3D-Effekt, der jetzt gleich auf dem Feld kommt, den finde ich ziemlich abgefahren. Es geht gleich so nach unten in die Tiefe. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, ob die das in echt auch hinkriegen. Meinst du? Das jetzt so projizieren auf das Spielfeld live? Es dauert alles ein bisschen lang für ja, es ist halt, es ist Karrieremodus. Wir wollten ihn halt kurz zeigen. Es ist logisch, dass wir jetzt nicht 4 Stunden hier in den Karrieremodus reinspielen, bis wir, keine Ahnung, in der Mitte der ersten NBA-Saison sind. Natürlich. Der Karrieremodus ist halt langwierig. Der ist halt was für Leute, die sich damit halt stundenlang beschäftigen wollen. Wie lange geht der denn so ungefähr? Oder hat er ein offenes Ende, dass du in der weiterspielen kannst? Logischerweise habe ich jetzt keine ganze NBA-Karriere gespielt, aber im Vorjahr war es halt so, wie gesagt, dass du nach dem ersten Rookie-NBA-Jahr, dass die Story, also die Hauptstory quasi abgeschlossen war. Dass quasi so, es gab halt einen Storypunkt, das ist jetzt ein bisschen affig, die tanzen jetzt alle auf der Tribüne. College-Leute sind halt bescheuert. Es gab halt dann so einen Cut in der Story, ich will jetzt auch nicht spoilern, falls ihr das nochmal nachholen will, mit einem ziemlich dramatischen Ende oder einer dramatischen Situation in deinem Leben. Und danach war dann halt die Story abgeschlossen, ein paar Charaktere waren weg. Und du hast dann halt quasi den klassischen Karrieremodus gehabt mit jedes Spiel kannst du spielen, du kannst Training machen, du kannst Werbeverträge machen. Du kannst Freizeit gestalten, dieser ganze Quatsch, der halt dazu gehört. Und vorher war halt eher das Inszenierte, der inszenierte Teil der Story. Und ich denke mal, dass es hier recht ähnlich sein wird, dass irgendwo mal ein Cut kommt, wo halt die Story einfach ein bisschen weniger wird, so langsam in den Hintergrund tritt, dass du aber quasi dann schon ein bisschen was an der Hand hast als Charakterisierung für deinen Charakter. Dass du einfach, okay, das ist der Background von ihm, so tickt dieser Spieler, so denkt er, deswegen sind seine Beziehungen zu anderen Spielern so und so. Und ab da hast du dann wahrscheinlich eher wieder das Ganze etwas offenere. Also, die freuen sich. Das ist wirklich ziemlich geil inszeniert eigentlich dafür, dass es halt nur College ist. Ja. Da wurde sich schon richtig Mühe gegeben. Aber man muss halt natürlich auch sagen, College Football und College Basketball in den USA ist halt ja, riesig. Ja, hat einen ganz anderen Stellenwert natürlich. Genau, im Karrieremodus sieht die Kamera halt so aus. Also kann man auch alles umstellen logischerweise. Du kriegst dann halt, im ersten Match jetzt noch nicht, aber im späteren Karrieremodus kriegst du dann halt für jede gelungene Aktion eine Wertung. Du kriegst dann eine Teamwertung und eine Wertung fürs Spiel an sich. Es wird halt gezählt, jede Aktion, die du halt ausführst. Wie viele Steals du hast, wie viele Punkte du machst, wie viele Rebounds du schaffst, wie viele Blocks, wie viel Turnover du wirfst. Na, und hier kannst du halt Spieler auch nicht wechseln, logischerweise. Du spielst nur diesen einen Spieler. Aber du kannst auch Pässe anfordern und so. Wie du kannst Pässe anfordern, das wird aber ignoriert teilweise auch. Wenn du. Okay, gerade wahrscheinlich dann in der NBA, ne? Wenn du noch eine kleine Nummer bist. Erstens das und zweitens vor allem, wenn du irgendwie total beschissen stehst. Also wenn du jetzt irgendwie hier hinten stehst und forderst einen Pass von einem, der da hinten in der Ecke steht, dann wirft er dann logischerweise nicht zu dir. Ach, ich stehe beim Falschen, sehe ich gerade. Genau, hier ist es halt, gerade im Karrieremodus ist es besonders wichtig, dass du bei deinem zugeteilten Spieler bleibst und nicht die Auflösung, die Zuteilung auflöst. Komm, den machst du. Ich wollte eigentlich ein Dunking machen, aber zu spät gedrückt. Wunderbar. Ja, ich glaube. Als kurzer Einblick hat es, glaube ich, gereicht. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Fall. Die Story ist halt echt sehr, sehr umfangreich. Die beschäftigt halt Stunden und Tage und Wochen lang wahrscheinlich. Mhm. Du kannst auch. Es gibt Trainingseinheiten, freiwillige Trainingseinheiten. 2 oder 3 am Tag. Das ist ein bisschen mühselig auf Dauer, aber man sollte die schon machen, weil man dadurch seine Stats halt steigern kann. Mhm.
Und gerade dadurch, und gerade dadurch zieht sich das halt auch. Ja. Einfach weil du so viel zu tun hast. Gut, ich würde sagen, so als kleiner Eindruck reicht das auf jeden Fall. Ja. War ja doch recht ausführlich. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Sascha spielt noch weiter. Mach noch ein Dunking mal noch zum Abschied. Einfach mal. Das wird doch eh nichts. Du musst halt einen Ball mal kriegen. Der gibt ihn nicht her. Ich sage jetzt trotzdem Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe gerade einen Punkt zugelassen. Tschüss. Tschüss.